Ernsthaft? Ach ey. Was ist denn... Oh, ich habe mich verdrückt, sorry. Was ist denn der bitte? Oh, der hat eine Minigun, okay? So. Danke. Achso, der ist hier jetzt beherrscht, okay. Was ist denn das? Ist das... Gatling Gun, meinte ich ja, ja genau. So. Okay, natürlich wieder mega Action, ist klar. So. Na komm, wir können uns auch so einen motorisierten Patriot holen. Aber muss nicht sein. Zack. So, jetzt habe ich wieder keine Salze mehr. So, wo geht's jetzt weiter? Sollen wir da mal hochfahren? Mach mal auf, bitte. Sieht kinderleicht aus. Genau darum habe ich ja auch gefragt, ne? So, okay, der hat einen Revolver, brauchen wir nicht, aber hier Zeug zum Essen, natürlich. So, gut. Dann würde ich sagen, einmal nach oben, ne? Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Was? Haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Wollte ich auch sagen. Die sind... Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre es seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiere. Ja, sie sieht ein bisschen verzweifelt aus mit der neuen Frisur. Comstock House ist erfahren. So. Und schauen wir mal. Ganz kurz noch auf der anderen Seite. Der Spruch des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich... gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Ist wahrscheinlich besser so, ja? So, weil wie es hier zugeht, da, ja. Oh, voll süß. Das Bild. Gut. Was? Lauf nicht vor. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Moment. Geh bitte. Alter, Elisabeth, manchmal ist die echt lästig. Na schön, zwei auf einmal. Okay, der eine hat sich erschossen und der andere. Ja, macht momentan gar nichts. Gut. Moment, nicht vorlaufen, nicht vorlaufen. Veni Vidi Vigor, was haben wir da? Schockkette, Hilfe. Okay, das sollten wir eigentlich schon, aber das ist halt ein bisschen zu teuer. Ha, überall zu viel rote Farbe. So. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Was? Ich hoffe, niemand hat mich hier vergessen. und jetzt wieder Musik. Okay, der Radiomoderator scheint ein bisschen Probleme zu haben. Na gut. Ah, oh, Feuerhagel? Was ist ein Feuerhagel? Nur mal probieren. Süß. Nehmen wir lieber das. So, ist da sonst noch irgendwas herinnen? Nee. Ah, doch, ein Tresor. Bitte aufmachen. Das ist was für dich. Echt? Ja, ist... Dieses olle Schloss? Ja, bitte. Für mich ist es zu oll. Ich mach sowas nicht mehr. So, sehr schön. 173, aber ich habe noch zu wenig, um meinen Kettenblitz abzugraden.
Oder wie viel kostete das? 1900 oder irgend sowas, oder? Na, 1265, okay, das könnte gehen. Oh, euch habe ich ja gar nicht gesehen. Aber schön, eure Bekanntschaft zu machen. So, falscher Knopf, aber ist kein Problem. Nochmal falscher Knopf, ich verdrück mich gern. So. Kann ich jetzt schon? 1265 und ich habe 1219, verdammt. Ja, da muss ich noch ein bisschen sparen. Hier, gut aufheben. Danke. Gut, beim nächsten. Ja, obwohl ich könnte es mir jetzt leisten. Ach, weißt du was? Ich mache das jetzt schnell. Schockkettenhilfe. Verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Go! Ah, ist sogar nur das erste von zwei Upgrades. Cool. Moment, können wir das zweite auch noch? Nee, haben wir noch nicht. Okay. So, gut. Ich frage mich ja, wie lang das Spiel ist. Der Distrikt gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Was? Den Rest treibt zusammen. Was habt ihr jetzt gegen Brillenträger? Elisabeth, du trägst ja eh keine Brille, oder? Elisabeth, trägst du? Ja gut, will nicht reden mit mir. Verstehe ich nicht. Ah, ein Voxophon. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie... Ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihn das Messer halten. Ach ja, toll, die haben ja richtig schöne Vorstellungen. Noch so ein Tresor. Ja, komm, sperr mal auf. Kannst du das öffnen? Eine Sekunde. Das Gute ist, ich habe echt genügend Lockpicks jetzt gesammelt überall. Bitteschön. Ich habe immer noch 18. So, 231. Ich meine, das ist eh jetzt nicht so arg viel Geld, was man da bekommt. Moment. Ah, da, okay, der so schräg drin liegt, den können wir looten. Na gut. Salzern, hier ist wieder ein bisschen Schießeisen, brauchen wir auch nicht. Wahrscheinlich sind die roten Waffen alle viel, viel besser. Die salzige Auster. Okay, das ist wieder so ein Laden wahrscheinlich. Aber komm, ich bleib bei meinen blauen Waffen, weil ich mag die blauen Waffen. Na komm, hoch das Bein. Ein reiches Mädchen tanzt ebenso gut. Oh. Ich wollte den eigentlich gar nicht töten. War ein Versehen. Oh, ich sollte vielleicht mich trotzdem nicht immer einfach so mitten reinstellen. Das ist nicht so klug, merke ich gerade. So. Sorry. So, jetzt ist halt die Frage. Schon wieder so ein weitläufiges Gebiet. Ticketing. Sind wir denn hier richtig? Ich meine, zum Looten gibt's was, also so falsch sind wir auf keinen Fall. Ah, da geht's wieder raus. Okay, nee, da gehen wir noch nicht raus. Elisabeth, nicht vorlaufen. Wir müssen noch in die salzige Auster laufen. So, über das Bild hoch. Hey, zack. Was denn? Was ist denn, Elisabeth? Was ist, hm? Ja, toll. Mach mal auf. Ich bräuchte hier Hilfe. Das dürfte schnell gehen. Fertig. Natürlich sind da Leute darin, das war versperrt. Oh. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich nicht dauernd vorlaufen soll, oder? Waren die beiden das, oder? Ach Gott, ja, ist okay. Freilich sind alle gegen mich. Was denn auch sonst, ne? So, schalten wir aus die Musik. Braucht keiner hier. Wir müssen aufpassen wegen Urheberrechtsverletzungen und so Zeug. Naja, wisst ja, wie das läuft. So, da ist auch noch eine Tür. Die lassen wir noch noch zu. Ja, hier haufenweise Tische. Okay, da kann man viel Zeug essen. Sehr schön. Toll, so toll modelliertes Obst. Ah, Geld. Alles weg hier, auch wenn ich... Oh, und jetzt bin ich betrunken. Das ist ja ganz toll. Oh nein, ich bin betrunken. So, die Kisten waren alle leer.
Ah, schön. Nitroweste erhöht den Streuschadenradius von Sprengwaffen. Ja, ist okay, danke. So. Und Zigaretten. Sehr schön. So, die WCs. Ja, das Waschbecken kommt einmal. Okay, das ist sowieso am Arsch. Das Ding. Oh, das ist. Aha, diese vulgäre Sprache. Es tut mir leid, ich sollte mich ein bisschen besser zusammenreißen. Wie sie auch anständig draußen wartet, weil sie genau weiß, dass das die Männertoiletten sind. Ah, ein Videogerät hatten wir auch schon länger nicht mehr. Lutecs Bruder kommt nach Columbia. Columbias größte Wissenschaftlerin stellt ihren Zwillingsbruder vor. Auch er ist Physiker. Ein weiteres Genie, wer wusste, dass sie verwandt sind? Ja, okay. Panzerfaust? Okay. Ja. Fortune, Faith und Family. Emporia. Was heißt das? Glück, Schicksal und Familie oder so irgendwie. Ja. Okay. Hab ein Lockpick gefunden. Oh, wo? Ach, guck mal, da liegt ja wirklich einer. Danke, Elizabeth. Sehr schön. Wäre blöd, wenn uns die ausgehen würden. So, dann da noch rein. Dann da nicht mehr rein. Wofür war das jetzt hier? Nur für das Ausrüstungsding? Oder habe ich jetzt irgendwas Wichtiges verpasst? Oh, ein Hamburger. Mit Fritten dazu. Was? Gut, wir könnten natürlich den Automaten mal kurz konsultieren. Wobei ich habe... Ja, ich habe eh schon wieder 700 Geld. Also so ist gar nicht, ne? So schlecht bin ich gar nicht unterwegs. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht doch die roten Waffen eher nehmen soll, weil vielleicht sind die stärker. Aber man weiß es nicht so genau. Ich kann aber mit denen auch kämpfen. Komm, so schlimm ist nicht. So, da drin, da brennt es nur. Gut. Wenn es da nur brennt, dann kein Thema. Ja, dann eben vielleicht doch raus. Oh, was denn? Da ist Geld. Oh, wir hätten beinahe Geld liegen gelassen. So, machen wir einmal hier kurz ein bisschen Radau. Nee, warte kurz, ja, danke. Ich habe gerade ein bisschen ein Problem, weil den müssen wir auf jeden Fall zuerst töten, weil der ist gefährlich. So, wieso läufst du davon, Feigling? Hm? Bleib doch hier. Was hat es mit diesem Transformator jetzt zu tun? So. Danke, Salze ist okay. So, gut. Achso, da ist ja noch einer. Ja, schön. Was willst du? Ach, Elizabeth, jetzt springt er einfach vor mir runter. Ach, ey. Natürlich sind da oben überall welche. Ich muss sagen, der neue Blitz, der gefällt mir echt gut. So, Röst. Die sind alle restfrisch, die Gegner, ja? Oh, da ist ja einer, guck mal. Warum hast du noch nichts? Oh, meine Waffe, nee, ist. Ah, Munition, danke. Oh, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Moment, das ist nicht gut, ich bin fast tot. Bitte Schild aufladen, danke. So, ich müsste gucken. Ah, da sind Medizinkits. Was? Ja, gut. Wow. Immer diese Arena-Kämpfe. Autsch. Hier, bitte. Vielen Dank. Ach, Leute, ernsthaft. Stirb jetzt einfach, du nerviges Vieh hier. Jetzt ist er immer noch nicht. Wow. Oh. Okay. Puh, das war jetzt ein bisschen brutal. So. Haben wir das jetzt erfolgreich gelöst hier, das Thema? Heieieiei. So, komm einmal kurz da reinducken und reingucken und... Achso, da könnte ich... Nee. Gut. Oh, Waschmittel. Okay. Und da ist ein Rohr undicht.
Ah, Geldbörse in Lockpick. Okay. Das freut mich natürlich sehr. So, ein Schreibtisch. Medizin brauchen wir nicht. Haben wir da noch Munition? In Keksdosen ist sehr schön. So, aber gut, jetzt glaube ich, kann ich wirklich dann die Maschinenpistole werde ich jetzt wirklich weggeben und dann schauen wir mal, was liegt denn da so. Was liegt denn da so? Achso, ich hätte da eigentlich auch einfach reingehen können. Na gut, okay. Was liegt denn da so an normaler Munition herum? Schauen wir mal. An normalen Waffen. Was ist denn das hier? Burst Gun. Was macht die nochmal? Ah, das ist das Ding. Ja gut, weißt du was? Dann nehmen wir echt mal die Burst Gun wieder. So, da rein. Ich habe gesehen, da gibt es ein Safe zum Knacken. Mach mal den Safe aus. Kannst du dir das mal ansehen? Auf. Eine Sekunde. Postfächer. Geschafft. Danke. Ah, Geld. Sehr schön. So, und da drin ein Voxophon. Das Lutessfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Okay, das ist Forschungskram. Repetier, okay. So, Forschungszeug, ah, Lockpicks. Nee, ich bleibe jetzt bei der Burst Gun mal. Wirklich ernsthaft, dann schauen wir mal, was die so bringt. Und ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was diese Tesla-Transformatoren machen. Fuck, was in dem Mülleimer einfach Zeug drin liegt, das ist echt irgendwie schräg. So, da ist ein bisschen Müll wieder. Geht's da weiter? Nee, das ist... Wo sind wir eigentlich gerade? In irgendeiner Zugstation oder so? Okay, da ist ein Salvengeschütz. Hm. Achso, da sind wir da wieder unten. Gut. Ja doch, das ist irgend so... Gut, die Comstock-Starte. Ach, alles mit... Alles verschmiert mit roter Farbe. Ice Cream Shop. Oh, das ist ja schön. Gut, kommen wir leider nicht rein. Das hätte mich jetzt schon gefreut. So Eiscreme wäre schon schön gewesen. Gut, ja, dann müssen wir da hoch. Boah, die haben einfach alle hingerichtet. Diese Vox Populi, die sind echt... Alter, die sind eigentlich noch schrecklicher als vorher irgendwie. Ich meine, vorher war auch richtig schlimm mit Rassismus und Zwangsarbeit und alles, aber hier die ganzen Leute einfach hinzurichten, das ist überhaupt nicht besser. Aber gar nicht. So gar nicht, nämlich, ne? Hier wäre ein Schloss. Mal schauen. Es wird richtig mit Freude gesagt, hier wäre ein Schloss. Mach was. So. Ja. Was? Na super. Öffnen. In Ordnung. Wo ist da noch einer? Ach, da oben. Mach den Frachthaken mal, bitte. So. Gut, oder auch nicht. Sind eh schon alle tot. Es waren eh nur zwei. Feig. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Ja. Auf jeden Fall durchsuchen wir den Buchladen, bevor wir gehen. Das ist klar. Lieb, dass du das sogar so schön dazu sagst, ja? So, Dollarbill brauchen wir nicht. Bitte einmal öffnen. Verschlossen. So, was haben wir da Schönes? Beherrschungsbilliger. Ja, ich spare. Bitte sehr. Danke. Oh. Bücher der Gründerväter. Okay. Richtig cool. So, was haben wir da? Eine Pistole, die nichts bringt, aber eine Registrierkasse, da wo 80 Gold drin ist und irgendwie, ja, jetzt haben wir geraucht, ist auch nicht so klug. Heieiei. Aber, Moment, da ist noch eine Ausrüstung.
Kugelsegen erhöht die Magazingröße aller Waffen um 50%. Ja, komm, das finde ich gut. Einfach gleich mal angelegt. Mehr Munition ist besser für mich.